Nein heißt Nein. So heißt die Powerchild-Eigenproduktion, die speziell Grundschulkinder stärken soll. In kleinen Rollenspielen zeigt das Theaterstück, wie Kinder sich im richtigen Moment verhalten sollen. Sich wehren, laut Nein sagen, Grenzen setzen. All das wird hier zum Vorbild gemacht. Trotz inhaltlicher Vermittlung sollen die Kinder vor allem auch Spaß an dem Theater haben. Also es ist kein Stück, was Ängste auslöst. Das ist uns ganz wichtig in den einzelnen Szenen, wo so Übergriffe passieren. Und Übergriff meint hier nicht immer sexuellen Übergriff, sondern auch eine Spielsituation auf dem Pausenhof oder vergleichbare Situationen, wo man einfach gefordert ist, seine eigene Grenze zu setzen. Und jede dieser Situationen, die wir hier aufgeführt haben, hat ein positives Ende. Das ist für die Kinder ganz, ganz wichtig, das zu sehen, welche Lösungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich selbst in eine solche Situation komme. Tipps und Tricks für den Alltag also. Bei den Kindern scheint das gut anzukommen. Locker und altersgerecht verstehen sie so die Botschaft der Vorführung. Und zusammen mit Linus, dem Grenzenzieher, können die Grundschüler ihre eigenen inneren Grenzen suchen. Eine ideale Möglichkeit, das Thema Prävention zu thematisieren. Im Unterricht ist es manchmal schwieriger, die richtigen Worte, die richtigen Bilder zu finden für dieses Thema. Hier wurde das Thema eingekleidet in Spielszenen, wo sich Kinder wiederfinden konnten, wo jedes Kind eine eigene Wahrnehmung haben konnte und es spiegeln konnte mit einem privaten Hintergrund. Also ich denke, vorbildlich in dieser Art im Unterricht viel, viel schwieriger und kommt auch, denke ich, nicht so rüber. Klare Vorteile für das Theaterprojekt. Der Verein Powerchild reist damit bereits seit Jahren durch ganz Deutschland. Und obwohl die Darsteller bereits schon vielen Kindern Mut gemacht haben, hat sich der Verein noch viel für die Zukunft vorgenommen. Also wichtig ist einfach, dass das Thema weiter enttabuisiert wird, dass Kinder trauen, darüber zu sprechen, wenn ihnen ähnliche Erlebnisse, wie wir jetzt in dem Stück erlebt haben, passieren, dass sie dann einfach wissen, an wen wende ich mich, wo wird mir geholfen, dass das einfach kein Tabuthema ist. Das ist ganz wichtig und dass die Öffentlichkeit realisiert, dass da auch Geld investiert werden muss. Solche Präventionsprojekte sind teuer. Wir leben alleine von Spenden- und Sponsorengeldern. Und wenn wir da nicht ausreichend unterstützt werden, dann kann so ein Projekt natürlich nicht aufrechterhalten werden. Mit Unterstützung und voller Motivation will Powerchild also weiterhin dafür sorgen, dass Klein und Groß mit Freude lernen, Grenzen zu setzen. Wie weit ich gehe, das heißt mein Bauch, muss nicht immer schreien, auch gleich der Augenblick.